Hallo, ich bin Sophie. Hallo, ich bin Selma. And this is Basel. Struktur ist eigentlich relativ wenig genannt worden. Raster ist viel genannt worden. Im Gegensatz zu der dramatischen, der Kontrastkomposition, im Gegensatz zur Betonung der Zeichnung. Es ging darum, ein Feld zu schaffen, in dem Nuancen eine Rolle spielten, in dem das Licht als eine ziemlich ungebrochene und nicht durch Kontrast gestörte und unterbrochene Kraft sich ausspielen konnte mit möglichst großer Intensität. Hi Sophie. Hi Selma. So, jetzt stehen wir hier, letztes Mal mit einem halben Fuß am Tangeli-Museum. Und wir machen uns jetzt auf den Weg und schauen uns die Otto Pienne-Ausstellung an. Wege zum Paradies. Ja, dann los geht's. Ich freue mich sehr. Du dich wahrscheinlich auch, oder? Ich bin mega gespannt, was es hier alles zu sehen gibt. Nach unserer ganzen Recherchearbeit auch. Wir waren jetzt so damit beschäftigt. Man hat eigentlich das Gefühl, als würde man das Ganze schon kennen. Auf was freust du dich am meisten? Ich freue mich am meisten auf die Inflatables. Mich interessiert, wie er es geschafft hat, so viele Menschen für sein Kunstwerk zu begeistern. Und von der Skizze bis zu dem fertigen Werk seine Ideen zu realisieren. Wie konnte er aus seinen ganzen traumatischen Erlebnissen aus der Kindheit so viel Positivität und Hoffnung schöpfen und so viele Menschen für seine Kunstwerke begeistern? Das interessiert mich am meisten. Ja. Und das ist es eben auch. Ich kann mir auch vorstellen, wie die Leute dann auch reagieren. Das ist immer wieder mit so kinetischer Kunst, erfahre ich immer wieder, dass die Leute sich einfach freuen. Und diese Themen, die er auch hat, dieses Lichtspiel, diese Rauchbilder, diese Bigger-than-life-Attitüde, die er an den Tag gelegt hat, woher, wissen wir nicht, weil eben diese Positivität von dieser Zeit, das ist eigentlich Wahnsinn. Man muss ein großer Mensch sein, um so an sowas glauben zu können. Und mich interessieren auch die Inflatables, also diese Sky-Art, weil sie einfach die erste Land-Art auch waren, diese riesigen Objekte und diese spielerische. Wir schauen uns jetzt die Vernissage an und werden dann mit den beiden Kuratorinnen ein Interview führen, wo wir mehr darüber erfahren werden, was Otto Pienne bewegt hat und wie er seine Zeitgenossen mitgerissen hat. Auf los geht's los. Auf los geht's los. Ja, jetzt kommen die Skizzen. Eine Ausstellung zu Otto Pienne in unserem Tangeli, das liegt, wie Sie bereits gehört haben, auf der Hand. Wir befinden uns hier im Museum Tangere momentan. Vis-à-vis sitzen Dr. Sandra Beate Reinmann und Dr. Lauren Elizabeth Hansen. Und die werden uns nun sozusagen gesprächlich durch die Ausstellung nehmen. Die erste Frage ist dir gewidmet, Selma. You go ahead. Für unsere Zuhörer, die von dem Werk von Otto Pienne nicht so viel wissen. Erste Frage, wie schafft man es denn, seine großen Werke im Museum einzufangen? Ja, wir haben gestern die Ausstellung Otto Pienne eröffnet und Otto Pienne hat ganz unterschiedliche Art von Kunstwerken gemacht. Also er hat gemalt, er hat gezeichnet und er hat auch sehr große aufblasbare Werke geschaffen, seine Sky Art. Das waren Events, bei denen viele, zum Teil viele hundert Menschen mit involviert waren und hat die in den Himmel aufsteigen lassen. Ja, und deswegen zeigen wir dieses ganze große Spektrum seines Schaffens von ganz kleinen Skizzen bis hin zu großen, raumfüllenden Installationen mit übergroßen Fischen und Anemonen. Und man kann durch diesen Raum laufen und diese Werke erfahren. Und bei dieser Ausstellung war es für uns sehr wichtig, die Reihe von Otto Pienes Skizzenbücher reinzubringen. Er hat fast lebenslang, also seit er 7 Jahre alt war, bis zum letzten Jahr ins Leben gezeichnet. Und wir wollten eine Beziehung zwischen dieser persönlichen Art und Weise zu zeichnen und auch in einen öffentlichen Raum zu arbeiten und schauen, was es eine Beziehung dazwischen hat. Also in fast jeder Raum gibt es ein Skizzenbuch oder Skizzen,
ins Beziehung zu Skulpturen oder Gemälde oder Lichtinstallationen. Das war ja also eine beträchtliche Summe von Skizzenbüchern habt ihr ja eigentlich zusammenbekommen. Als wir jetzt gestern in der Ausstellung waren, auch grundsätzlich, mich würde interessieren, was jetzt eigentlich eure Recherche, also was habt ihr eigentlich herausgefunden? Weil das ist ja das Neue jetzt in dieser Ausstellung, das ist noch nie so gezeigt worden. Ja, mich interessiert es, wie das von diesem Kleinen und diesem Schnellen, diesem Haptischen eigentlich ins Große geht und was ihr da entdeckt habt sozusagen. Ja, also das kann ich ziemlich gut antworten dann, weil es gibt 73 Skizzenbücher von Otto Pine von Jahr 1935 bis zu 2014. Und alle diese Skizzenbücher wurden an den Harvard Art Museums, an den Busch-Reisinger Museum in der Harvard Art Museums geschenkt von die Künstlerin und Dichterin und Otto Pines Witwe Elizabeth Goldring Pine. Und ich war von 2019 bis zum 2022 an der Busch-Reisinger Museum als ein Postdoctoral Fellow. Und mein Projekt war eigentlich, alle diese Skizzenbücher zu recherchieren, zu dokumentieren, zu nennen und fotografieren. Und auch alle 9000 Seiten digitalisieren, so dass Otto Pines Kunstwerke weltweit zu finden wären. Und man kann das auch jetzt bei den Harvard Art Museum Website, die digitalisierte Skizzenbücher finden. Und wir wollten uns in die Ausstellung das auch benutzen. Also es ist wirklich schwierig, Skizzenbücher auszustellen, weil man kann nur eine Seite zeigen, muss man nur entscheiden. Aber für Otto Pine, was sehr interessant in seinen Skizzenbüchern war, dass er hat Licht und Bewegung, ganz wichtige Thema für seine Arbeit, er hat Licht und Bewegung rein in die Skizzenbücher gebracht. Also ein bisschen von einer Seite zu der nächsten, ein bisschen so cinematisch oder wie ein Flipbook, so animiert. Und die Skizzenbücher, die Originale, sind in der Ausstellung neben die digitale Reihe zu sehen. Ja. Und was total toll ist mit den Skizzenbüchern in der Ausstellung, ist, dass wir es schaffen, sein Werk nicht mehr so, also Otto Pine hat ja erstmal in Deutschland gelebt, hat da diese in der Zero-Zeit gearbeitet, in Düsseldorf in den 50ern und frühen 60er Jahren und ist dann in die USA gegangen, wo er seine Kunst sich auch nochmal verändert hat, wo er eben diese Sky Art angefangen hat zu machen. Und diese Phasen, die wurden oft sehr getrennt voneinander gesehen und auch sehr getrennt voneinander wahrgenommen in Ausstellungen zum Beispiel. Und wir können jetzt mit diesen Skizzenbüchern zeigen, wie sich diese Interessen aber durch sein ganzes Werk hindurchziehen und dass man diese Phasen eigentlich gar nicht so klar trennen kann und wie diese Zusammenhänge sind. Und vielleicht kann ich mal so ein paar Beispiele noch nennen. Also in der Zero-Zeit hat er viel so Rasterbilder gemacht, also mit hellen Farben hat er Ölfarbe auf die Leinwand gepresst und entstehen so erhöhte Punkte auf der Leinwand und ihn hat daran interessiert, wie sich das Licht reflektiert, wie sich das auch verändert, wenn man sich vor dem Bild bewegt. Und er hat also gespielt mit diesem Licht auf Oberflächen optischer Wahrnehmung. Und solche Werke hat er dann später nicht mehr gemacht. Wir haben jetzt aber ein Skizzenbuch zum Beispiel direkt vor diese beiden tollen gelben Rasterbilder, die wir in der Ausstellung haben, gestellt, aus 1980er Jahren. Da war er auf einer Reise in Marokko und hat eine Stadtansicht gezeichnet. Also er hat immer, überall wo er war, auf Reisen auch immer einfach Landschaften, Natur oder Städte gezeichnet. Und man sieht, wie er anfängt. Das ist noch relativ naturalistisch so ein bisschen, die erste Filzstiftskizze. Und dann wird es immer abstrakter. Und am Ende löst die sich auch eigentlich in so ein gelbes Feld von vibrierendem Licht auf. Und da sieht man sehr schön, dass er dieses Interesse an solchen Phänomenen, optischen Phänomenen, sein ganzes Leben lang sich eigentlich bewahrt hat. Und andersherum kriegt man auch mal wieder noch einen neuen Blick auf diese frühen Rasterwerke, denn die sind so eigentlich abstrakt. Wenn man diesen Hintergrund aber hat, fällt einem auf, ah, die sind ja auch zum Teil so kreisförmig angeordnet, die Rasterpunkte, oder sie haben so horizontale Linien. Auf dem einen gelben Bild hat er so drei Punkte-Linien mit weißen Punkten noch angebracht, dass eigentlich so eine Art Horizont entsteht. Und auf einmal in dieser Kombination mit dem Skizzenbuch fängt man an zu sagen, ah, vielleicht kann man ja auch noch eine Sonne da rein assoziieren oder man kann da eine Landschaft sehen, vielleicht das Glitzern des Lichts auf der Wasseroberfläche. Und man liest auch
in dieser Kombination diese abstrakten Gemälde nochmal wieder anders. Und das sind so tolle Momente in dieser Kombination, die wirklich ja auch noch neue Perspektiven auf das Werk von Otto Piene eröffnen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ich könnte euch noch drei mehr. Aber genau an diesem Werk sind wir gestern stehen geblieben. Wir hatten uns nämlich anhand der Skizzenbücher unterhalten, wo das denn sein könnte. Und die Palmen und die horizontalen quadratischen Dächer, da dachte ich wiederum, das ist sofort, das ist Marrakesch. Aber ich habe mir dann gedacht, auch eine Interpretation, wenn man dann auf dem Dach steht, bleibt einem ja nichts anderes übrig, als sich hinzulegen und den Himmel anzuschauen. Und so habe ich dann das Rasterbild gelesen und dachte, das ist einfach die Farbe der Sonne in Marrakesch, die ja ganz besonders ist. Mich hat es jetzt auch, also jetzt, als du gerade darüber geredet hast, hat es mich auch an die Impressionisten erinnert. Also das war ja noch ein bisschen früher, oder? Also diese ganze, ich liebe die Zeit. Aber da ging es ja auch darum, eigentlich Licht einzufangen. Und das ist wie eine modernisierte Version von dem. Und das ist mir auch aufgefallen bei diesen gelben, ich habe gesagt, das ist jetzt die gelbe Phase. Bin reingelaufen, wir sind in Marrakesch. Und es war total fröhlich auch, ja. Ja. Also sehr verständnisvoll. Das ist das Besondere an der Ausstellung. Gestern haben wir eine Runde gemacht und noch einmal Gratulation zu der schönen Ausstellung. Ja. Es war sehr gut besucht und was man beobachtet hat bei allen Menschen, ist ein großes Lächeln vor den Kunstwerken. Und es gab einige Basler, die dann persönliche Geschichten erzählt hatten, die ihnen vielleicht auch persönlich begegnet sind in Basel. Also ich finde das interessant, diese Beziehung zu den Impressionisten und wie die sich mit Licht beschäftigt haben. Ne? Also was ganz wichtig auch für Piene war, war das echte Licht zu benutzen. Mhm. So, dass es nicht nur auf der Flache ist, aber im Echtheit, wenn man vorbeigeht, dieses Spiel zwischen Licht und Dunkelheit. Und das ist vielleicht die, was neu an seine Gemälde ist, seit diese Interesse an Licht von der Zeit der Impressionisten. Und ich würde auch was dazu sagen über die Zusammenarbeit zwischen Sandra und ich, weil ich habe schon bemerkt in die Skizzenbücher, wie die gehen oft von ein eher präziser oder spezifische Zeichnung bis zum etwas abstrakter. Aber wirklich diese Kombination zwischen die Skizzenbücher und die Landschaften, die drin waren und an den Rastergemälde, ist wirklich, was Sandra gesehen hat. Und es ist echt super, wenn man so 3 Jahre lang zum Beispiel auf den Skizzenbücher gearbeitet hat und darüber nachgedacht hat und jemand kommt neu rein und sieht etwas anderes und was Frisches. Und es war wirklich erstaunlich für mich. Wir hatten vorher geplant, diese gelbe Gemälde mit dem gelben Skizze zu zeigen. Aber wenn man da steht und die zusammenbringt, ist es wirklich fast das gleiche Farbe. Und wirklich diese zaubernde, fast magische Momente haben wir dann erlebt gestern, also auch bei der Eröffnung. Man sieht, wie das alles zusammenkommt. Und für mich ist es so wirklich besser geworden, als ich im Kopf gehabt hat, weil man denkt, ah ja, da gibt's eine Verbindung und hier ist eine Beziehung, aber das wirklich im Echt zu sehen und auch zu bemerken, wie Leute sich lächeln und damit so reinkommen in den Zimmer, ein großes Publikum. Nach 2 Wochen Aufbau ist wirklich, ja, es gibt kein anderes Gefühl, wie das zu schauen. Chapeau, ja. Wirklich gut gemacht. Also wie war für euch die erste Begegnung mit seinem Werk und was hat sich über den Verlauf der Ausstellung verändert? Ich habe, glaube ich, als Kunstgeschichtsstudentin zum ersten Mal eine Zero-Ausstellung in Düsseldorf oder so gesehen. Das ist schon ganz lange her, dass ich mich auch nur so halb irgendwie erinnere. Und dann gab es ja 2014 so eine große Retrospektive in Berlin, die habe ich auch gesehen, aber da war ich auch noch so, das war noch so gerade Ende meiner Doktoratszeit und so und habe das einfach halt gesehen und hatte gar nicht so jetzt wie den Bezug, dass jetzt hier im Museum Tanguy, wo ja Jean Tanguy ein Freund war von Otto Piene und die sich gegenseitig inspiriert haben, gab es natürlich jetzt so keinen so einen Moment, wo ich sagte, okay, das muss ich mir jetzt ganz genau anschauen. Und dann bin ich dazu gekommen, mir das wirklich mal genauer anzuschauen, weil die Leiterin eben von dem Busch Reisinger Museum in den USA, mit der hatte ich schon bei einer anderen Ausstellung mal zusammengearbeitet und die hat mir erzählt, du Sandra, wir haben jetzt gerade diese tollen Skizzenbücher geschenkt bekommen und wir machen dieses große Projekt. Und so kam es und ich dachte, jetzt gucke ich mir das mal noch genauer an. Und dann habe ich eigentlich während dieser Vorbereitungszeit immer eigentlich ganz sukzessive Otto Pienes Werk näher und besser kennengelernt.
Ich hatte schon mal in einer Ausstellung, das Jahr davor, habe ich schon mal so eine Arbeit gezeigt, bei der hat er so richtig Umweltthemen aufgegriffen. Und das fand ich, das war so eine Sache, die hat mich total fasziniert, weil ich das gar nicht wusste, dass er auch, ja, so in den 70er Jahren richtige politische Umweltkunst da eine Aktion gemacht hat. Und das fand ich spannend und habe ich ein bisschen näher reingeschaut und das auch so ein bisschen diesen ganzen Kontext, wo er am Center for Advanced Visual Studies war, war Professor für Umweltkunst war, habe nachgeschaut, was hat das eigentlich bedeutet damals. Die haben nämlich in der Zeit Umweltkunst mehr so wirklich einen Umweltbegriff gehabt, der eigentlich unsere ganze uns umgebende Welt meint und jetzt nicht nur rein ökologische Themen. Ja, und so habe ich das immer weiter kennengelernt, habe auch manchmal eine Arbeit habe ich gesehen, das hat das Foto, das hat mich total fasziniert in einem Katalog, so eine Figur, die hat so glitzernde blaue Stoffrechtecke, mit denen ist sie bedeckt, so ein Kostüm und steht in einer ganz seltsamen Mondlandschaft und habe darüber nicht viel gefunden in dem Katalog und dann haben wir angefangen zu recherchieren und haben dann einen Film gefunden, den der Saarländische Rundfunk 1974 gemacht hat mit 4 Aktionen von Otto Pina auf Hawaii und in dem Rahmen war auch dieser Lava Dance entstanden und das hat mich total fasziniert, dass er so Sachen gemacht hat, die total aktuell heute sind. Es gibt so viele Performerinnen heute, die sich mit dem Verhältnis von Natur, Mensch, Umwelt, diesen Verwischungen zwischen was ist Kultur und Natur, wo kommt es zusammen, sich hineinfühlen in andere Lebensformen. Und das war total spannend, da immer neue Aspekte zu entdecken, die wirklich total aktuell auch heute sind. Was ich bei der Videoaufnahme mit dem schwebenden Cello gesehen habe, also man muss sich so vorstellen, eine Musikerin ist mit einem Gurt angespannt, hat ein Cello vor sich und wird von transparenten Luftballons in die Luft gehoben. Und in ihrem Video-Interview hat sie gesagt, das, was ihr am meisten Spaß macht an der ganzen Sache, ist, wie glücklich sie sich fühlt, wenn sie schwebt und Musik macht. Und dass die Idee war, dass diese Begegnung mit dem Cello, mit ihr schwebend und der Luft, dass das ein Kuss des Himmels ist. Wie war deine Begegnung, Lauren? Ja, meine Geschichte mit Pina ist ein bisschen länger. Also wie man hören kann, ich komme aus den USA und während meinem Bachelorstudium, ich habe eigentlich niederländische Renaissance-Kunst studiert und ich war in Belgien und bin nach Berlin gegangen für ein paar Tage. Und ich habe dann Hamburger Bonhof besucht und erstmal die Kunstwerke von Beuys und Anselm Kiefer gesehen und alle diese Nachkriegskunst gesehen. Und das hat mich so beeindruckt. Und ich habe dann bemerkt, also eigentlich mein Herz liegt lieber an moderner und zeitgenössischer Kunst. Und obwohl ich kein Wort Deutsch damals sprechen konnte, habe ich mich entschieden, hey, ich will in Berlin wohnen und Deutsch lernen und dann habe ich dort für ein Jahr gewohnt. Und was mich dann wirklich fasziniert hat, ist in der Düsseldorfer Kunstszene. Es ist so wirklich eine Explosion von Ideen in den 60er Jahren passiert. Und viele dieser Künstler waren an der Kunstakademie in Düsseldorf und ich habe mich gefragt, ja, was war der Struktur und Geschichte und Situation in den 50er Jahren, die das erlaubt haben? Und ich habe meine Doktorarbeit dann über diese Kunstszene geschrieben. Und klar war Pina auch dabei. Und dieses Idee von Stunde Null und den Namen Zero hat mich auch sehr interessiert. Und ja, dann nach meinem Doktorstudium habe ich dieses Fellowship an Harvard gekriegt und ich habe dann mehr über seine Zeit in den USA gelernt, seine Zeit an MIT, an das Center for Advanced Visual Studies gelernt und diese große Phase von Sky Art und sein ganz ambitionierte öffentliche Kunst und auch damals Sandra kennengelernt. Genau, ich bin, als es mal so eine Idee war, man könnte ja vielleicht auch auf Basis von den Skizzenbüchern eine Ausstellung machen oder eine Ausstellung machen, die die Skizzenbücher integriert. Da war dann auch noch ein bisschen Corona-Zeit leider dazwischen und man konnte auch nicht reisen und dann war es aber irgendwann möglich und dann habe ich eine Forschungsreise in die USA gemacht und war auch, glaube über eine Woche in Cambridge und Boston und habe dort auch im Schnellverfahren, nicht über 3 Jahre, aber in eben diesen 5 Tagen mir diese ganzen 9000 Seiten angeschaut. Also
Und ja, habe so einen Eindruck gehabt und so erste Ideen für eine Ausstellung entwickelt. Und dann war klar, dass es eine Ausstellung geben würde. Und dann gab es so mehrere Gründe. Zum einen habe ich auch noch eine andere Ausstellung gerade im Herbst hier gehabt, sodass auch in dieser kurzen Zeit innerhalb von einem guten Jahr eigentlich so eine große Ausstellung auch vorzubereiten, das ist eigentlich für eine Person gar nicht möglich. Und auf der anderen Seite war auch schon der Austausch, den wir vor Ort hatten, wo wir uns gemeinsam die Skizzenbücher angeschaut haben. Und dann sind wir einfach im Gespräch darüber immer so wie so ein Ping-Pong zusammen immer auf neue Ideen gekommen, auch wie man das verstehen kann. Und das, da war so dann relativ schnell klar, dass wenn wir das machen, dass das toll wäre, wenn wir das zusammen machen könnten. Und das hat dann auch geklappt und war ja wirklich wahnsinnig tolle, bereichernde Zusammenarbeit, weil man halt immer auf noch andere Ideen kommt, wenn man sich dauernd austauscht. Und auch während des Aufbaus, da gab es dann auch mal Phasen, wo es wirklich knapp war. Und dann haben wir einfach, okay, ja. Lauren, du hängst das und ich häng das. Und dann haben wir eigentlich gar nicht mehr so zusammengehängt, sondern der eine hat das gemacht und der andere hat das gemacht. Und es ist super gut. Zu zweit passt. Ja, genau. Geht sehr gut. Ja, auch mit dem Katalog. Also es war uns auch sehr wichtig, einen Katalog dazu zu haben und neue Recherche. Es ist auch so zufälligerweise passiert, dass alle Autoren drin sind, Autorinnen, also die sind alle Frauen. Was für mich ganz wichtig war neue Stimme zu finden und neue Recherche und auch Stimme in Europa und in den USA ein bisschen Pinas Leben zu verspiegeln. Und ja, ich wollte auch frische, also es gibt viele, die haben über Otto Pinas Kunst geschrieben, aber ich würde wirklich neues Perspektive bringen. Und so eine große Katalog zu machen, denn ein Jahr auch eine Ausstellung dazu, das war ganz viel Arbeit und ja, allein wird niemand sowas machen können und zu zweit je besser, ja. Ich finde eben eigentlich, das sieht man in der Ausstellung, es ist halt, jeder Raum hat etwas anderes, aber was Großes, weil normalerweise viele Künstler sind halt so ein Medial und er hat so diese tausend verschiedene Medien gebraucht und du hast einen Raum eben mit dem Lichtballett, das ist ja da diese Fusion von Tangele und, oder eigentlich Pino und Tangele, würde man sagen. Wie würde man die Zero-Bewegung heute machen? Und ist die kinetische und seine ökologische Kunst, waren die wirklich Spitzenretter? Aber mich interessiert so dieses Jetzt im Jetzt. Und das passt auch danach zu der Frage, die Selma noch hat, über die Zero-Bewegung und über diesen Krieg. Vielleicht noch zu deinem Eindruck, das war uns total wichtig, dass sich die Räume abwechseln, dass man mal dunkel ist, dass es mal hell ist, dass es mal ganz dicht ist, dass man auf einmal wieder Platz hat, dass das einfach auch für die, dass man selber als Besucherin auch dieses spürt, ob man das jetzt so analysiert, aber dass man es irgendwie körperlich so ein bisschen spürt, dass sich die Räume abwechseln. Das war eben auch bei der Eröffnung gestern, habe ich noch so ein Zitat vorgelesen, wie sich Pine das Museum vorstellt. Ja. Und er hat eben auch davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass es einen dunklen Raum gibt, dass es einen hellen Raum gibt, dass es Räume gibt, wo man sich hinlegen kann. Und das gibt natürlich Grenzen. Er wollte auch gerne ein Schwimmbad im Museum haben. Das war jetzt nicht realisierbar. Aber so ein bisschen auf der Art und Weise, wo es uns möglich ist, das aufzunehmen. Ja. Mhm. Und zu Zero, das finde ich eine total schwere Frage, weil es irgendwie ja doch diese... Das war ja eine ganz, ganz spezielle Situation nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und dieser Bruch mit allem, was davor war und zu sagen, wir wollen jetzt total reduzieren und eigentlich nur noch, was ist eigentlich Wahrnehmung von Gemälden? Das ist ja letztlich Licht, die ins Auge fällt und wirklich auf diese totale Basis zurückzugehen in der Zeit, das finde ich ist schon was sehr Spezielles und ich weiß gar nicht, ob das heute noch so funktionieren würde, ob man das aus diesem historischen Kontext rauslösen kann. Und für jetzt, für die jetzige Zeit und den Interessen, die Künstlerinnen haben, ich glaube, die schließen vielleicht ein bisschen mehr noch an diesen späteren Arbeiten von Otto Pien an. Das gibt natürlich schon, also so Größen wie Olafur Eliasson oder Thomas Saraceno, die auch mit optischer Wahrnehmung spielen und solche Sachen machen. Aber jetzt gerade so ganz aktuell sind es vielleicht eher diese öffentlichen Aktionen, diese Projekte, die er mit vielen
Personen gemeinsam realisiert hat. Also wenn man so etwas erlebt hat wie den Zweiten Weltkrieg in so jungen Jahren, du hattest ja gestern in der Ausstellungseröffnungsrede erwähnt, dass er mit sehr frühen schon angefangen hat zu skizzieren, dass das so eine Art Hoffnungsanker ist, dass man darauf hinlebt, dass am nächsten Tag der Frieden kommt und irgendwann kommt die Stunde Null, die dann die Zero-Bewegung quasi als Beginn genommen hat. Wie siehst du, wie konnte er so viele Menschen zu seiner Zeit mitreißen, die sich für dieses Thema begeistern? Und wie konnte daraus eine Kunstbewegung entstehen? Sind es Gleichgesinnte oder ist es einfach wirklich die Stunde Null für jeden Mensch, wo die Kunst das Verbindende ist zwischen einem gemeinsam erlebten Schicksalsschlag? Mit 15 Jahren müsste Otto Pine als sogenannter Flakhelfer zum Kriegsdienst einrücken. Und bei so einer Position als Kindersoldat oder Kindsoldat muss man in den Himmel schauen. Und wenn es ein klares blaues Himmel gab, das war auch etwas gefährlich, weil das bedeutet, dass es klar war für die Piloten, vielleicht die kommen dann mit Bomben. Und wenn man in den Nachthimmel schaut, wenn es Licht gab, dann ist es eher so eine Explosion, etwas auch gefährlich. Und er hat auch damals skizziert. Er hat kaum was bei ihm, außer seinem Skizzenbuch und Wasserfarben. Am Ende des Kriegs, er wird ins Kriegsgefängnis und er hat nichts außer ein Zahnbürster und sein Skizzenbuch. Also das Skizzenbuch war wirklich etwas, so ein Lifeline für ihn. Und auch gab in diese Skizzenbücher viele Beobachtungen. Er hat probiert, ein bisschen zu verstehen oder Sinn zu machen von was alles er sieht. Und er hat oft in Interviews erklärt, dass nach dem Krieg er wollte in den Meer zum ersten Mal ins Leben schauen. Er ist dann an der Elbe gegangen und hat den Sonnenlicht geschaut, wie das sich spiegelt auf dem Wasser und war so beeindruckt von dieser Schönheit, von das ins Himmel schauen, wo es nicht was Traumatisches war, aber etwas hoffnungsvoll. Und wir haben das auch so ein bisschen interpretiert, dass er wollte dieses Himmel transformieren in etwas hoffnungsvoll und nicht nur ein Ort für den Militär sein, aber ein Ort für den Kunst sein könnte. Und das ist so wirklich eine erstaunlich optimistisches Aussicht zu haben und sehr bewegend auch. Und er war nicht nur der Einzige in seiner Generation, der das erlebt hat. Und er hat wirklich an den Potenzial von Kunst geglaubt. Und es gab dann ganz viele an der Kunstakademie Düsseldorf zum Beispiel, was die da gelernt haben, ist nicht wirklich wie präzise zu zeichnen, aber wie man ein Künstler sein könnte. Und diese Idee von Individualismus war wichtig, diese Idee von Freiheit, aber auch für die Zero-Gruppe Künstler eine Bewegung, der international oder über Grenze gehen konnte. Das für den war sehr wirklich. Er wollte nicht ein deutscher Künstler sein, er wollte ein Künstler sein in der Welt und mit Künstlern in Italien oder Niederlande oder in Großbritannien oder in den USA mitarbeiten. Oder Japan. Oder Japan zum Beispiel auch. Ne? Also hat Yo-Yo Kusama hat auch mit der Zero-Gruppe ausgestellt zum Beispiel. Und ich glaube, am Anfang, wenn man nicht wirklich Pines Arbeit oder Geschichte kennt, vielleicht konnte man dieses Optimismus heutzutage in unserer Welt ein bisschen naiv anschauen. Aber das war doch gar nicht naiv. Er hat doch wirklich eine Ahnung von Krieg und dieser Nazi-Zeit und nach dem Holocaust und auch in einer Post-Nuclear-Welt gewohnt und auch in den 70er Jahren, als er diese Sky Art gemacht hat. Er hat in den USA gewohnt, genau in die Zeit während dem Vietnamkrieg, wenn Studenten waren auch gezwungen, ins Krieg zu gehen, in einen Krieg daran, die gar nicht glaubte. Und auch ins Gesicht von dieser Situation hat er noch diese Hoffnung gehabt. Und vielleicht können wir das auch heute brauchen. Ja, wenn man erstmal so viel Dunkelheit gesehen hat, dann hält man an dem Licht fest, was es gibt und versucht es, andere dann auch mitzunehmen und mit ihnen die Schönheit zu teilen. Ja, und es ist auch schön zu sehen, wie man gesehen hat gestern bei der Eröffnung, wie viel man lächelt bei der Kunst oder lackelt. Man kann sich der Positivität gar nicht entziehen, auch so viele Jahre später. Woher kommt denn so eine Positivität? Was ist dieses fast Kindliche? Kommt es von diesem Aufbruch, von dieser Aufbruchsstimmung? Weil es ist unglaublich, oder?
Ja, es gibt schon immer wieder auch so eins, zwei Stellen, wo man auch so ein bisschen merkt, dass es so eine gewisse religiöse Spiritualität gibt, die er aus seinem Elternhaus mitgebracht hat. Ich glaube, sein Großvater, ne, war Pfarrer gewesen. Und es gibt so ein paar Momente, wo das auch in den Werken noch so ein bisschen, vielleicht nicht als allererste und als wichtigste Interpretationsebene da ist, aber so der, zum Beispiel der Regenbogen, den hat er bei den Olympischen Spielen 1972 gezeigt. Der ist ja auch, ne, 68er und so weiter, und der Regenbogen und Peace und Friedenssymbol und so, das hat so diesen ganzen Kontext. Aber der Regenbogen ist natürlich auch ein biblisches Symbol für den Bund zwischen Gott und den Menschen. Und es gibt andere Zeichnungen, da sieht man eben dieser Sky Kiss von Charlotte Mormon. Das ist eine Fluxuskünstlerin, das ist so ein komplett anderer Kontext. Und wenn man die Arbeit kennt, kommt man überhaupt nicht auf die Idee, dass es da irgendwie vielleicht noch eine religiöse oder spirituelle Unter, wie soll ich gleich sagen, Baseline oder irgendwie so auch hat. Und in einem der Skizzenbücher, auch nach dem Tod von Charlotte Mormon, worüber Pine sehr traurig war, hat er sie nochmal gezeichnet bei ihrer Sky Kiss Performance und hat ihr aber Engelsflügel gezeichnet. Und dann in dem Moment denkt man, natürlich, klar, eigentlich ist das, wenn man so einen Menschen hochhebt in den Himmel, das ist ja auch ein Aufstieg, das hat auch was von einer Himmelsfahrt ein bisschen. Auch das ist nicht das Wichtigste und nicht die zentrale Interpretation, aber die ist eben auch so ganz fein, auch so ein bisschen da. Und ich glaube, es könnte vielleicht eine Spekulation, eine Vermutung, eine Antwort sein, wieso er so eine starke Hoffnung immer hatte, im Gegensatz zu anderen, die eher mit sehr düsteren Bildern auf die Gräuel, die sie erlebt und gesehen haben, reagiert hat. Ja, also man kann ein bisschen Spekulation machen, also weil er als Kindersoldat den Krieg mitgelebt hat und das war eine Art Überlegungsstrategie dann für ihn, so eine Perspektive zu haben. Aber es war klar, dann auch so ein Generation, nur ein kleines bisschen jünger als ihn, die waren dann auch sehr kritisch in den 60er Jahren und wollte wirklich über den Krieg sprechen. Zu der gleichen Zeit hat ja die Butoh-Bewegung angefangen, dass man in der Performance-Kunst anfängt, den Krieg mit dem Körper, mit dem Gesicht, mit der Mimik, mit seiner ganzen Seele auf die Bühne zu bringen. Und das war für mich so das andere Spektrum, also wie so das absolute Gegenteil von dem, was Otto Piene macht. Aber ich habe das eigentlich so gelesen, dass er aus der Dankbarkeit des Lebens ja wie ein Geschenk, es ist, seine Kunst ist so lebensbejahend. Wir haben vorhin noch den Regenbogen angesprochen. Wie kann man sich denn seinen Schaffensprozess vorstellen? Also von meinem Hintergrund als Architektin, ich zeichne und irgendwann breche ich das Zeichnen ab und dann kommt das Machen auf der Baustelle, da schafft man dann Tatsachen. Wie kann man sich jetzt den Weg von seiner Skizze bis zu dieser großen Installation im Olympischen Park vorstellen? Und hat er die Skizze immer wieder fortgeführt? Ja. Also für viele Projekte, besonders wenn die waren Commissions, hat er oft skizziert, um ein bisschen die Ideen zu testen. Es gibt Projekte wie diese Olympische Regenbogen, aber auch so Pina hat auch so ein Wandbild mit einem Regenbogen für Rosenthal gemacht und es gibt auch Skizzen dazu. Er hat immer mit dem Reiher von dem Regenbogenfarbe gespielt. Also soll es rot, orange, gelb gehen oder soll es orange, gelb, rot? Also man sieht dann in seinen Skizzen diese verschiedene Art und Weise, wie man mit dem gleichen Farbe kommen konnte. Und das war, ich glaube, für ihn ganz wichtig zu testen, was Effekt das hat, wenn man das Blau zuerst benutzt oder den Rot. Und bei der Olympischen Spiele, seine Entwürfe für die Schließzeremonie, er hat eine riesengroße Portfolio liegt in sein Archiv in MIT und man sieht die verschiedenen Ideen. Bei manchen gibt es so Flugzeuge, die hatten verschiedene Farben von den Olympischen Kreisen hinter sich hergezogen und verschiedene Ideen da. Und man sieht ein bisschen von dem Denkprozess in den Skizzenbüchern und wie er am Ende so eine Idee gehabt hat. Und es ist vielleicht ähnlich zu deiner Art und Weise zu arbeiten. Dann irgendwann am Punkt kommt es, das ist das Idee, das häuft jetzt auf. Und dann hat er mit dem ganz bürokratischen Sachen arbeiten müssen. So ein riesiger
460 Meter lang Helium geblasene Regenbogen zu realisieren, ist nicht nur, man braucht diese fantastischen Ideen, aber man braucht auch wirklich das harte Arbeit mit alles zu organisieren und mit einem großen Team zu finden, um das zu realisieren. Er hat dann mit Ingenieuren von MIT mitgearbeitet und dann Test mit dem Plastikschläuche in Minneapolis gemacht, wo vielleicht das gleiche Windsituation wie in München sein soll. Und also es ist wirklich ein Teamarbeit dann am Ende. Und das war ja auch ein riesiger Druck, weil das war ja die Endzeremonie der Olympischen Spiele. Da kann man nicht sagen, naja, jetzt klappt's gerade nicht, ist es halt eine halbe Stunde später. Ja, also das wurde ja auch live im Fernsehen übertragen. Und das war auch ein Aspekt, der ihn ja sehr gereizt hat, dass nicht nur Millionen, also nicht nur, weiß nicht, wie viel waren da im Stadion, 100.000 vielleicht. Und dann aber auch ja Millionen eigentlich am Fernsehen das live sich angeschaut haben. Und das war dann auch noch ziemlich knapp, weil es eben doch sehr windig war. Das kann man in einem schönen Film, den wir in der Ausstellung haben, sehen, dass es echt auf, ja, echt auf der Kippe stand, ob das klappt. Und dann hat es dann Gott sei Dank doch geklappt und der Regenbogen war pünktlich zur genau vorgesehenen Zeit während dieser Schlusszeremonie dann auch am Himmel. Und es war auch nicht klar, ob die überhaupt die Schließzeremonie machen würde in 72 bei der Münchner Olympischen, bei der Spieler wegen der Ermordung von den israelischen Athleten dabei. Und dann hat dieser Regenbogen dann auch noch diese, ein großes Symbol als Friedenssymbol, eine vielleicht tiefere Bedeutung als er, klar, als er erwartet hat am Anfang. Gestern hatten wir es noch davon, dass die Symbolik, die mit den einfachen Formen, mit den Grundformen, die für jeden erkennbar sind, von ihm bewusst an Orte gesetzt wurden, wo es eine große, breite Masse erreicht. Könnt ihr vielleicht noch zu seinem Konzept von den Inflatables etwas mehr erzählen, dass sich unsere Zuhörer vorstellen, was damit gemeint ist? Mhm. Das hat angefangen mit so relativ einfachen Sachen. Einfach Schläuche, die er, Plastikschläuche, die er gefüllt hat mit Helium, die er aufsteigen ließ. Und wurde dann, er hatte auch am MIT, hatte Kontakt zu einem Stratosphärenforscher. Und in diesem, eigentlich in diesem Prozess und in der Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern dort, war ihm das dann möglich, immer größere Sky Art zu kreieren. Und das waren, ganz am Anfang ging das los so mit, nach der abstrakten Phase ist so als erstes das Motiv der Blume bei ihm wieder aufgetaucht. Und eine andere Form sind so Sterne, die aber auch Blumen sein können. Das ist so, diese Formen, die sind so ein bisschen mehrdeutig. Man kann die in verschiedene Richtungen lesen. Und dann noch später sind dann auch Tiere. Es gibt einen Hexagonal Rooster, also einen hexagonalen Hahn, Inflatable zum Beispiel, sind auch Tiere aufgetaucht. Ja, und das sind Formen, die sind so zwischen die kleinen, vielleicht so zwischen 3-4 Metern Durchmesser und die größten, wie zum Beispiel Berlin Star, das ist eines seiner allergrößten. Das ist, ich glaube, so, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber irgendwie so 14, 15, 16 Meter im Durchmesser und ist auch ein ganz spezielles Inflatable, weil das, man kann das in den Himmel steigen lassen und man kann es aber auch am Boden installieren und dann hat es einen Innenraum, in dem man sich begeben kann und es wird eigentlich zu einer Art Zelt oder einer temporären, ephemeren Architektur und auch dort hat Charlotte Moorman Cello-Improvisationen beispielsweise durchgeführt. Ja, und das ist total interessant, weil er war ja Professor für Umweltkunst und einfach das Gestalten der Welt, die uns umgibt. Und ihn hat besonders interessiert, eigentlich auch mit diesen Arbeiten, die Städte, die ja, das war auch ein großes Thema in den Architekturdebatten der Zeit, die ja so in der Moderne oder auch Wiederaufbau natürlich, wie sich diese Stadtzentren entwickeln, besonders auch in den USA mit diesen riesen Hochhäusern. Es gibt eigentlich nicht mehr so diese Orte wie in den kleinen Dörfern, wo man so einen Hauptdorfplatz hat und sich die Menschen treffen und man sich austauscht. Die Städte verändern sich ja in der Moderne total. Und in diesen ganzen Diskussionen auch war ihm das wichtig zu sagen, er will eigentlich wieder lebenswerte Orte, menschliche Orte in den Städten kreieren. Und dafür
fand er, waren diese künstlichen Blumen und Sterne, die trotz ihrer Künstlichkeit was wahnsinnig Poetisches haben. Die sind vom Wind bewegt. Das ist ein Riesenereignis. Die Menschen, die da dabei waren, da konnte auch jeder mit, ich sag jetzt mal einfach ein Seil mithalten und mitpartizipieren an dem Ereignis. Da wieder eigentlich auch so eine Gemeinschaft zu schaffen und bisschen in Anführungszeichen eine Kunst für alle. Denn natürlich ist auch der öffentliche Raum ist ja auch nicht komplett frei von Machtstrukturen und Zugänglichkeiten, aber ist vielleicht ein kleines bisschen freier als jetzt ein Museum, wo die Hemmschwellen oder vielleicht mit einem Eintritt noch ein bisschen weniger offen sind als jetzt ein Ereignis, das eben im sogenannten öffentlichen Raum stattfindet. Ja, nur kurz dazu. In der Ausstellung kann man die Anemones in Air Aquarium sehen. Und das war ursprünglich in 76 in den Finanzdistrikt in Wall Street in Manhattan gezeigt. Aber auch zu diesem Projekt, also er war von Creative Time, ein Non-Profit Arts Organization in New York, eingeladen, verschiedene Sky Events zu machen. Und er hat das in den Wall Street Distrikt gemacht. Er hat aber auch dann etwas in den Central Park gemacht und er hat dann auch an verschiedenen Schulen in Harlem auch Projekte gemacht, alle mit Sky Art, mit Inflatables. Und man sieht, dass er hat wirklich dann verschiedene Publikums mit reingebracht in seine Kunst. Und das war ihm auch sehr wichtig, eine breitere Publikums so breit wie möglich. Deswegen hat er sich ja auch sehr fürs Fernsehen interessiert. Also das wissen vielleicht auch nicht so viele, denn Otto Pine hat zusammen mit Aldo Tambellini das allererste Kunstwerk fürs Fernsehen überhaupt geschaffen. Nämlich produziert wurde das 68 im Studio des WDRs in Köln und dann ausgestrahlt im Januar 69. Und das Fernsehen als Medium, um Kunst an eine ganz große, sehr diverse Gruppe von Menschen zu bringen, fand er, das war eine typische Utopie, auch so ein bisschen Ende der 60er Jahre, was die neuen Medien eigentlich ja für Möglichkeiten bieten. Und da war er auch ein totaler Pionier und hat auch dann mit seiner Arbeit in Cambridge auch ganz viele Generationen eigentlich von Medienkünstlerinnen auch geprägt. Ja, es ist, also mein Mann war bei der Ausstellung gestern und er kommt aus Deutschland und ich habe zu ihm gesagt, also weil dieses Blackgate Cologne ist sehr experimentell und ich habe zu ihm gesagt, kannst du dich vorstellen, wie das wäre für deine Oma zum Beispiel 1969 dieses experimentelle Kunstwerk für das Fernsehen zu schauen. Also das wird wirklich dann, glaube ich, erstaunlich für ganz viele, die nicht rein in diese Kunstszene waren, aber normale Leute, die den Fernsehen schauen würde und sowas sehen könnte. Was wir gestern beobachtet haben in der Ausstellung, ist, dass die Besucher vor den einzelnen Kunstwerken dastehen und dann ihre persönliche Geschichte aus der Zeit, wo sie es zum ersten Mal gesehen im Fernsehen oder in anderen Kontexten. Jetzt, wie war das für Pine und Tangeli? Wie kann man sich ihre Freundschaft vorstellen? Das ist etwas, was vielleicht die Zuhörer nicht wissen, aber es gibt einen Bezug zu Basel von Otto Pine. Die Kunstszene so in den 50er Jahren, die war relativ, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Es gab ja keine E-Mails und so weiter, keine Handys. Die waren trotzdem ziemlich vernetzt. Und Otto Pine und Jean Tanguy haben sich 1959 kennengelernt. Ob das in einer der Galerien zum ersten Mal, das weiß man nicht ganz so genau. Aber es gibt auf jeden Fall einen Moment, der ist gesichert. Da haben wir sogar ein Foto, auch in der Biografie, in der Ausstellung. Das ist nämlich die Ausstellung Vision in Motion, Motion in Vision. Das war eine Art Ausstellung kinetischer Kunst. Die fand in Antwerpen statt. Und da war Tanguy so ein bisschen auch Mitorganisator. Und die haben dann viele Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die sich mit dem Sehen, mit optischer Wahrnehmung und mit Bewegung auseinandergesetzt haben. Und da haben sie sich ganz sicher getroffen. Und man sieht, wie sie auch an dem Abendessen an der Vernissage nebeneinander, Schulter an Schulter, beim Dinner sitzen. Und damit waren die Künstler eigentlich befreundet, haben sich immer wieder gegenseitig zur Ausstellung eingeladen. Tangeli war so Teil dieses internationalen Zero-Netzwerks von Zero. Und Pine hat dann ein paar Jahre später, da gibt es Notizen von ihm, wo er beschreibt, dass er auch stark inspiriert wurde von Jean Tanguy. Denn er hat seine Lichtballette zu der Zeit so als Performances durchgeführt, relativ simpel mit so gelochten
Pappen und Taschenlampen, Lampen und ein paar Leuten, die einfach durch diese Löcher Licht gestrahlt haben und so ein Lichtballett auf den Wänden des Raums erzeugt haben. Und nachdem er Tangelis frühe kinetische Skulpturen gesehen hatte, die er dann Tangeli auch schon motorisiert hatte, kam er auf die Idee, ja, ich könnte ja auch meine so Lichtskulpturen, Lichtplastiken bauen, die motorisiert sind, und hat das dann auch in der Folge gemacht. Und also ein Jahr später gibt es dann die ersten motorisierten Lichtskulpturen von Otto Pino und hat das dann noch beibehalten. Und deshalb ist eigentlich der Anfang von eurer Ausstellung auch ein bisschen eine Hommage an die Freundschaft, oder? Das stimmt. Es war, glaube ich, nicht unser allererster Grund. Für uns war es wichtig, eben dieses, weil wir das so wichtig finden, dieses Kriegserlebnis und was er daraus gemacht hat. Und auch, um das nachzuvollziehen, irgendwie diesen Blick in den Himmel, also diese Situation, in der er sich befand, damit auch die Besucherinnen so ein bisschen dieses, das fast so körperlich ein bisschen nachvollziehen können. Das war so der allererste Grund. Aber das andere ist natürlich, das ist so ein Nebeneffekt, der ist auch total toll und schön, dass man den, dass der eigentlich auch am Anfang der Ausstellung steht. Also auf jeden Fall, wir dachten, sehr gut kuratiert, und eben dieser Anfang, das Ende oder alles zusammen. Wir müssen leider aufhören jetzt an diesem Punkt. Vielen lieben Dank. Das war so informativ und so, so schön, euch zuzuhören. Ah, vielen Dank. Wir freuen uns für das Interesse und ja, hoffen, dass viele die wunderbare Ausstellung natürlich anschauen kommen. Die kann man noch bis zum 12. Mai sehen. Mhm. Und ja, danke für das total inspirierende Gespräch. Sophie, was waren die Kunstwerke, die dich jetzt in der Ausstellung am meisten fasziniert haben? Ich glaube, ich könnte vom Rundgang reden. Ich glaube, als Gesamtövre hat es mich eigentlich umgehauen. Es gab ein Bild, was mich sehr, sehr, sehr gepackt hat, was ich nicht gedacht hätte, weil ich ja immer von diesem Humor und von der Kinetik eigentlich ausgegangen bin. Es gab ein Bild, das heißt Red Autumn, Number One. Es wurde in 1975 gemacht und es ist ein Öl- und Rauchbild, also Öl und Feuer. Und diese Aggression ist eigentlich normalerweise nicht etwas, auf das ich so anspringe. Aber da spürt man einfach eine Hitze von diesem Bild. Es ist ein roter Hintergrund mit einem schwarzen, riesigen Klecks. Und der verschwindet in diesem roten Hintergrund. Und davorstehend habe ich gemerkt, wie viel Power eigentlich dahinter steckt. Und es war diese Rauchbilder waren ja auch eine der neuen Arten, die er ja gemacht hat mit diesen Naturelementen. Wie auch die Zero-Bewegung mit diesen Naturelementen in die Kunst gebracht hat. Finde ich, sieht man das da sehr, sehr stark. Auch wenn es eher die anfänglichen Arbeiten waren von ihm. Die Skizzen fand ich auch wahnsinnig spannend, weil das einfach dieses Persönliche ist, aus der Hand gekommen. Und wir waren ja dann im zweiten Raum und wir waren alle so fröhlich. Das ganze Publikum war ja so fröhlich. Und das war für mich der gelbe Raum. Und das im Gegensatz zu diesem roten, starken, eher aggressiven Bild, würde ich sagen. Und dann dieses schlussendliche in die Inflatables, das Endbouquet von diesen Blumen. Das fand ich eigentlich alles sehr, sehr stimmungsreich. Und was war es für dich? Ich hatte mich ja, wie gesagt, vorhin am allermeisten auf die Inflatables gefreut. War dann überrascht, aber als erstes das Lichtballett zu sehen. Ja. Was wir gelernt haben, dass die Zusammenarbeit zwischen Tangeli und Pierre hervorgebracht hat. Und ich dachte, ich würde mich am allermeisten auf den Regenbogen freuen, aber es ist dann eine andere Arbeit bei mir hängen geblieben. Der Kuss des Himmels. Sie schwebt im Himmel und spielt Cello und strahlt und lacht. Und das Zweite, was mich sehr überrascht hat, waren die Skizzenbücher, wo wir spekuliert haben, ob es Marrakesch oder Fes ist. Auf jeden Fall das große gelbe Rasterbild. Das ist für mich die Sonne Marokkos. Gerade im Winter sind die Lichtfarben ja eher gedimmt und weiß und streng. Mhm. Und diese Wärme, die seine Kunst bringt und auch die Farben, die er bewusst auswählt, die Wärme bringen, das ist etwas, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Ja, mich auch. Und auch immer wieder das Gespräch mit den beiden Kuratorinnen, das wir auch hatten, da ging es ja auch um dieses Licht. Mhm. Und für mich hat es dann nach dem Gespräch auch wieder was ausgelöst, eben mit den Impressionisten von damals. Das fand ich natürlich auch einen wunderschönen Vergleich. Die finde ich natürlich auch super. Aber das waren auch diese ersten kinetischen Ansätze, die jetzt in den 60er Jahren, wenn man jetzt zu der Zero-Bewegung oder 50er Jahren Bewegung geht, dass es nochmal neu aufgegriffen wird. Und eben
ins Jetzt nochmal gebracht wird und wie wird es denn jetzt nochmal aufgenommen. Aber das Licht und diese Fröhlichkeit und diese Farbigkeit eigentlich immer einfach genial sein kann. Das fand ich so super. Apropos Fröhlichkeit und Genialität. Gestern haben wir in der Ausstellungseröffnungsrede erfahren, dass Otto Pien auch eine sehr starke Meinung zu Museen hatte, ja, indem er überlegt hat, wie könnten denn Museen in Zukunft aussehen. Und er hat sich gewünscht, dass seine Besucher mit seiner Kunst übernachten, dass sie seine Kunst als erstes sehen, wenn sie aufwachen, nachdem sie das als letztes gesehen haben, bevor sie eingeschlafen sind. Und er hat sich einen Swimmingpool im Museum gewünscht, der für alle zugänglich ist. Ich stelle mir vor, man könnte diese Idee Pienes weiterziehen und vielleicht eine Insel machen auf dem Rhein. Ja. Ein Schwimmbad auf dem Rhein und könnte sie Otto Pisin nennen oder so. Otto Pisin, das klingt sehr gut. Wir würden uns freuen, wenn ihr weiterhin zuhört und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Sophie. This is Basel. This is Basel. Ein Podcast von Selma Lihodzic und Sophie Lardon.